Schatz. Da kommt mir als erste Assoziation direkt der Kosename für die Lebenspartnerin, den Lebenspartner oder auch eine Schatztruhe in den Sinn. Wie ich finde, vollkommen natürliche erste Gedanken, aber eben auch vollkommen irdische Gedanken. Es heißt doch, liebe Gott über alles und trachte als erstes nach dem Reich Gottes. Also ich finde es sehr schwierig, sich im Alltag daran zu erinnern, da doch so viel passiert und so viel Irdisches auf einen einprasselt. Ein erster Schritt könnte also sein, sich bei all dem Trubel in unserem Leben immer wieder vor Augen zu führen, wonach wir als erstes streben sollten und wer unser Schatz ist. Schließlich kommen wir bei ihm immer an erster Stelle. Sind wir reich? Was ist eigentlich Reichtum? Für mich ist Reichtum alles, was mich glücklich macht. Egal, um was es sich dabei handelt. Das sind Freundschaft, unsere Gemeinde und Glauben. Doch nichts davon ist selbstverständlich. Gott gibt uns diesen Reichtum. Und es ist unsere Aufgabe, ihn zu bewahren und zu vermehren, indem wir uns aktiv mit unserem Glauben auseinandersetzen und die Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen pflegen. Das ist in dieser Zeit auch möglich, nur auf eine ungewohnte Art und Weise. Wir pflegen jetzt Gemeinschaft und Glauben, indem wir aneinander denken, miteinander telefonieren, chatten und uns online treffen und uns im Internet Andachten und Gottesdienste ansehen. Das macht uns reich. Um Gold und Schätze bitte ich nicht, nur um mein täglich Brot, heißt es in einem Lied in unserem Gesangbuch. Oberflächlich gelesen würde ich sagen, naja, ein bisschen mehr wie eine Scheibe Brot könnte es allerdings schon sein. So ein wenig Abwechslung auf dem Speiseplan und ein bisschen Geld als Sicherheit wären auch nicht zu verachten. Was ist denn tägliches Brot? Das ist doch das, was Seele, Geist und Leib brauchen auf dieser Erde. Gern sorgen wir vor, und das ist ja auch nicht verkehrt. Doch sind nicht gerade die letzten Wochen geprägt von finanzieller Unsicherheit aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit? Besinnen wir uns mal auf Schätze, die Bestand haben. Wie zum Beispiel den Glauben an Gott, unseren Vater, Jesus Christus, seinen Sohn, den Heiligen Geist als Ratgeber, unser Glaubensziel als lebendige Hoffnung, der Gottesdienst, aus dem ich für mein tägliches Leben etwas mitnehmen kann, und auch die Bibel, in der es Antworten eigentlich auf jede Frage gibt. Nehmen wir doch diese Schätze in unser Herz und passen gut auf, dass sie nicht verloren gehen. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich erinnere mich noch an den letzten Gottesdienst mit diesem Wort. Priester 2 aus Gemeinde XY hebt schon seinen neuapostolischen Zeigefinger, um uns zu sagen, der Schatz ist unser Glaube und die Gemeinde. Lasst uns beides bewahren und Jesus unser Herz schenken, denn nur er kann uns retten. Und sicherlich hat er damit auch recht, aber es ist leichter gesagt als getan. In Wahrheit sieht es doch oft eher so aus, als sei unser Herz, nun ja, bei der Arbeit. Real Talk, sogar viel zu oft. Das kann auch die Arbeit sein, die wir für die Gemeinde oder für die Kirche oder für Vereine tun, kurz Ehrenamtliches. Wenn unser Schatz aber unser Glaube ist, dann sollte unser Herz dort auch ankommen. Das heißt, mal den Alltag abzuschalten und sich Zeit für Gott und nur für Gott zu nehmen. Also, hier kommt mein neuer apostolischer Zeigefinger. Handy aus, Radio stumm, Arbeit ganz weit weglegen. Nimm dir wirklich mal Zeit für Gott.